Dazu habe ich jetzt den Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, Diplom-Ingenieur Magister Martin Graf, live zugeschalten. Schönen guten Tag, Herr Graf. Schönen guten Tag aus Graz. Was bedeutet denn die Kooperation, von der wir gerade im Beitrag gehört haben, für die Energie Steiermark und warum ist gerade die Lenzing AG der erste Großkunde? Als Energie Steiermark setzen wir seit Jahren auf erneuerbare CO2-freie Energie aus Sonne, Wasserkraft und Windkraft. Und gerade die hohen Preise führen jetzt auch dazu, dass sich natürlich auch die Industrie mit erneuerbaren, günstigeren Energieformen eindecken will. Und wir sind sehr froh, dieses Photovoltaikprojekt in der Steiermark realisieren zu können und die Lenzing AG als innovatives, ökologisch orientiertes Unternehmen als Kunden und Partner gewinnen zu können, damit wir auch zukünftig mehr erneuerbare Energie in unsere Netze hineinbringen. Es wurde eine Gesetzesnovelle beschlossen, die eine, Zitat, Überholspur für die Energiewende bringen soll. Wie ist denn da Ihre Einschätzung dazu? Wird das neue Gesetz halten können, was es verspricht? Von Verfahren zu begrüßen, da gibt es noch einiges zu tun. Es braucht aber auch zusätzlich noch die Experten in den Ministerien und in den Verwaltungsbehörden, damit sie auch rasch vollzogen werden können. Nur das Gesetz alleine hilft uns noch, kein Verfahren zu beschleunigen. Wir brauchen die Experten, die Sachverständigen, damit die Verfahren rasch über die Bühne gehen können. Unser Ziel ist, so viel erneuerbare Energie wie möglich rasch realisieren zu können. Dafür braucht es aber auch die entsprechenden Genehmigungen. Woran hakt es denn aktuell noch? Was hemmt sozusagen den Turbo für einen schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien? Ein großes Hemmnis ist sicherlich die gesellschaftliche Akzeptanz. Wenn wir über erneuerbare Energien generell sprechen, dann sehen wir eine breite Allianz für erneuerbare Energie und für CO2-freie Energieformen. Wenn wir aber dann mit konkreten Projekten in den Gemeinden auftreten, dann gibt es oft Widerstand. Und ich glaube, der wichtigste Hemmschuh, den wir überwinden müssen, ist, dass wir die gesellschaftliche Akzeptanz zur Realisierung von Projekten brauchen. Dazu braucht es die entsprechende Flächenwidmung und den Netzausbau. Und ich denke, im Dreiklang zwischen Akzeptanz, Flächenwidmung und Netzausbau können wir rasch mehr Wind-, Wasser-, aber auch Sonnenkraftprojekte realisieren. Da ist also noch einiges zu tun. Herr Graf, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Graz. Sehr gerne, danke sehr.